In der letzten Zeit stelle ich fest, beim Einkaufen in verschiedenen Geschäften, dass immer mehr Sachen angeboten werden, die mit Engeln zu tun haben. Engelsputten als Anhänger für den Weihnachtsbaum, Engelsflügel, sogar schwarze Engelsflügel, die an langen Ketten runterhängen. Eine ganz merkwürdige Entwicklung in diesen Engelskult hinein. Ein Engel ist eigentlich ein Botschafter, ein Beauftragter mit einer Nachricht, die von Gott zu den Menschen kommt. Vergleichen wir das mit einem Briefträger. Ein Briefträger bringt dir eine Nachricht, eine Botschaft, einen Brief, der für dich wichtig ist. Du bist nicht auf den Briefträger fixiert. Du schaust nicht auf den Briefträger, sondern du willst die Nachricht wissen. Du willst diese Botschaft haben. Du willst diesen Brief öffnen. Und so ist es mit den Engeln genauso. Engel sind Botschafter, die Gott mit einer besonderen Botschaft zu Menschen schickt. Sie sollen eine Nachricht von Gott überbringen und wir fixieren uns auf den, der die Nachricht gibt, nicht auf den, der sie überbringt. Lass uns in die Weihnachtsgeschichte schauen bei Lukas 1. Dort kommt ein Engel zu Maria. An einem ganz gewöhnlichen Tag, nicht an einem hohen Sonn- oder Feiertag oder wie es im Volk Israel oft gefeiert wurde. Nein, an einem ganz gewöhnlichen Tag kommt ein Engel mit einer Botschaft zu Maria. Diese Botschaft lesen wir in Lukas 1. Da spricht der Engel sie an. Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Und ein paar Verse später, du bist beschenkt mit großer Gnade. Das war die Nachricht, die Gott für Maria hatte. Und er hat sie überbringen lassen durch einen Engel. Einen anderen Besuch eines Engels zu einem Mann finden wir in Daniel. In Daniel 9 wird uns beschrieben, wie auch ein Engel eine Nachricht von Gott an Daniel überbringt. Und zwar lesen wir dort in Daniel 10, Daniel, du vielgeliebter Mann. Und ein paar Verse später wird es wiederholt. Du bist ein Vielgeliebter. Siehst du, diese beiden Botschaften sind auch Botschaften, die für uns heute gelten. Du bist vielgeliebt bei Gott. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Weihnachten ist das Fest, wo Gott dir diese Geschenke machen will. Er spricht dich an. Du bist vielgeliebt von Gott. Du bist beschenkt mit großer Gnade von Gott. Mach dich doch gerade zu Weihnachten jetzt auf den Weg, um dieses Geschenk der Gnade zu empfangen und diese Anrede, die auf dieser Nachricht steht, du bist viel geliebt bei Gott. Mach dich auf den Weg zu Weihnachten, dass du das ganz neu in dein Leben, in dein Herz hineinlässt, dass du es empfängst, als eine Botschaft, die Gott dir zuspricht. Heute ist ein ganz normaler, gewöhnlicher Alltag. Du vielgeliebter, du hast Gnade bei Gott, du bist beschenkt mit Gnade. Ich wünsche dir, dass du das zu Weihnachten empfängst. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.